Marlene, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Ich habe von dir geträumt. Nicht nur einmal. Ständig. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Rebecca! Hey. Hey. Ist dein Treffen mit der Künstleragentur schon fertig? Ja. Hör mal, ich wollte mich bei dir entschuldigen, dass ich versucht habe, dich mit Andi zu verkuppeln. Schon okay. Dafür hat dir mir allerdings erzählt, dass ich damit sowieso auf dem falschen Dampfer saß. Wieso hast du mir denn nicht erzählt, dass du auf Frauen stehst? Dachtest du, ich habe ein Problem damit? Na gut. Dann kannst du mir ja jetzt vielleicht erzählen, in wen du so heimlich verliebt bist. Du, ich will da jetzt ungern drüber reden. Okay. Na, irgendwann komme ich sowieso dahinter. Ich muss jetzt auch leider los. Ich bin mit Tristan auf der Baustelle verabredet. Ach so. Ja, dann schöne Grüße. Mach ich. Tschüss. Tschüss. Also die Pläne waren immer so abstrakt und jetzt kann man richtig drin rumlaufen. Unser Club wird der absolute Traum, oder? Darauf kannst du wetten. Ich muss Rebecca unbedingt fragen, ob sie mir ein Kleid für die Eröffnungsfeier näht. Warum hast du mir eigentlich nicht gesagt, dass sie auch auf Frauen steht? Weil ich dachte, es wäre nur eine Phase. Bei meinem Versuch, sie mit Andi zu verkuppeln, habe ich mich ja ziemlich ins Fettnäpfchen gesetzt. Sag bloß nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Damit konnte aber auch wirklich keiner rechnen. Aber jetzt, wo ich weiß, in welche Richtung ich forschen muss, finde ich schon noch raus, in wen sie verliebt ist. Wenn sie nicht darüber reden will, dann solltest du sie auch nicht drängen. Ich mache das ganz behutsam. Sie wird überhaupt nichts davon mitkriegen. Gib ihr einfach ein bisschen Zeit, okay? Klar. Kennst mich doch. Ja, ganz genau. Ich kenne dich. Das ist auch der Grund, warum ich mir Sorgen mache. Oh, ich will doch nur, dass sie weiß, dass sie vor mir keine Geheimnisse haben muss. Dafür hat man doch Freundinnen. Was ist denn so dein Typ? Also, ich bin da nicht so festgelegt. Ich weiß es. Dunkle Haare? Nein. Eigentlich eher blond. Und blaue Augen. Blond und blaue Augen. Warum habe ich ihr nicht gleich eine Liebeserklärung gemacht? Ich wollte dich was fragen. Also nicht, dass du das jetzt dann falsch verstehst. Was denn? Ich habe da so einen Verdacht. Obwohl Verdacht ist eigentlich ein total blödes Wort, weil es geht ja nicht um Verbrechen. Also es geht genau um das Gegenteil, falls du verstehst, was ich meine. Nein, das tue ich nicht. Also es geht um das Gegenteil von einem Verbrechen. Ja, Verdacht. Falsche Wort, das ist mehr so eine Idee. Aber wenn ich damit falsch liege, dann musst du es mir bitte gleich sagen. Also nicht, weil ich ein Problem damit hätte, nicht mit der Sache an sich, aber weil es mir unangenehm wäre, also dass ich überhaupt damit angefangen habe. Vielleicht willst du mir einfach mal sagen, um was es geht? Okay. Bin ich die Frau, in die du dich verliebt hast? Wie kommst du da drauf? Weil du gesagt hast, dass der Mensch, in den du dich verliebt hast, blonde Haare hat und blaue Augen. Stimmt. Da kommst eigentlich nur du in Frage. Gott, wie peinlich.
denkst jetzt bestimmt, wie egozentrisch und selbstverliebt. Aber so ist das gar nicht. Nein? Nein! Ich meine, ist ja nicht so, als ob ich mir gewünscht hätte, dass du dich in mich verliebst. Ganz im Gegenteil. Weil ich dann nämlich nicht wüsste. Also nicht, dass ich ein Problem damit hätte. Es geht einfach darum, dass ich denke, dass wir dann nicht mehr so unbefangen miteinander umgehen können. Ich meine, man kennt das doch. Der eine ist verliebt, andere nicht. Man fühlt sich komisch, sagt irgendwas, denkt, dass der andere denkt, dass man jetzt selber denkt, dass man irgendwie völlig... Gott. Ich habe mich gerade total blamiert. Also, irgendwann lachen wir darüber. Aber für den Moment wäre ich dir sehr dankbar, wenn wir die Sache einfach auf sich beruhen lassen können. Das war nur so ein Gefühl und ich hätte es besser für mich behalten können. Trotzdem bin ich froh, dass wir das geklärt haben. Ich hoffe, ich habe dich damit nicht verletzt. Nein, also ich bin auch froh, dass wir das jetzt geklärt haben. Gut. Kopf zugesagt. Und warum nimmst du den Ball nicht an, wenn sie ihn dir schon zuspielt? Ich habe mich einfach nicht getraut. Mann, sie war so erleichtert, als sie gehört hat, dass ich nicht in sie verliebt bin. Aber du bist in sie verliebt. Schon, aber unsere Freundschaft ist mir eben auch wichtig und die wäre wahrscheinlich daran zerbrochen. Ja, und wie soll das jetzt weitergehen? Willst du ihr jedes Mal Theater vorspielen, wenn ihr euch seht? Das ist ja wohl die Höllentüten. Hast du eine bessere Idee? Außerdem weiß sie, dass du eine Frau verliebt bist. Die wird doch keine Ruhe geben, bis sie weiß, wer es ist. Okay, dann hilft eben nur noch eins. Links blinken und rechts überholen. Und wen rufst du jetzt an? Die Telefonseelsorge? Bianca, hier ist Rebecca von Lahnstein. Wir haben uns im Schneiders kennengelernt und sie haben mir ihre Telefonnummer gegeben. Ich habe mich sehr über deinen ihren Anruf gefreut. Ach Quatsch, bleiben wir doch beim Du. Okay. Dann erzähl doch mal was über dich. Da gibt's eigentlich nicht so viel. Ach komm schon, ich habe deinen Namen im Internet recherchiert. Berufskrankheit. Dann weißt du ja schon alles. Ja, noch nicht alles. Ich hoffe, dass ich heute noch ein bisschen mehr erfahre. Oh, Entschuldigung. Marlene, willst du zu mir? Ja, du hast doch Justus gebeten, nach mir zu suchen, oder? Justus? Da muss er irgendwas durcheinander gebracht haben. Der Gute wird auch nicht jünger. Darf ich dir vorstellen? Bianca Vogel. Eine Freundin. Marlene von Lahnstein, auch eine Freundin. Hallo. Das freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich will euch beide auch nicht länger stören. Ach, wir sagen ja schon Bescheid, wenn wir allein sein wollen. Sorry. Ja? Okay. Ja, bin schon unterwegs. Entschuldigung, ich habe heute Bereitschaftsdienst, ich muss los. Sie sind Ärztin, Polizistin. Ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, ich rufe dich an. Tschüss. 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 Das stellst du dir also unter blond und blaue Augen vor? Das war unser erstes Date. Ich habe sie mir vorher nicht so genau angesehen. Und sie ist ein echter Bulle? Ja. Mit allem Schnick und Schnack. Sie sieht gut aus. Ja, findest du? Ja, total. Hauptsache, du hast keine Angst mehr, dass ich dir an die Wäsche will. Ich hoffe, du hast das nicht missverstanden. Ich habe kein Problem damit, dass du lesbisch bist und es ändert nichts an unserer Freundschaft. Ich würde mich auch gar nicht als lesbisch bezeichnen. Ich, ja, wenn ich mich in jemanden verliebe, dann nicht, weil es ein Mann oder eine Frau ist, sondern weil ich mich in den Menschen verliebe. Weil er mich fasziniert. Klingt schön. Nur, dass es bei mir persönlich nicht so ist. Naja, auf jeden Fall bin ich froh, dass zwischen uns alles wieder so ist wie früher. Nicht ganz. Ich bin wahnsinnig froh, dass es keine Geheimnisse mehr zwischen uns gibt. Nee.
Marlene?